Der Grund, warum ich mich für den Lehrgang MSc Handelsmanagement entschieden habe, war eigentlich ganz was Einfaches. Wir haben die praxisrelevanten Informationen und das praxisrelevante Wissen gefehlt, sowohl für meine damalige Position als Marketing- und Product Manager, als auch als selbstständige steirische Einzelunternehmerin. Eine ganz große Herausforderung war für mich eben dieses, das Lernen zu lernen, das Lernen neu zu lernen. Wenn man das in der Arbeitswelt nicht braucht, ist das sicher eine sehr große Herausforderung, in das wieder hineinzukommen. Was für mich schon noch eine Herausforderung war, war eben auch weniger Zeit für Familie und Freunde zu haben. Das war mir aber im Vorfeld durchaus bewusst, dass ich da einfach Einschränkungen machen werde und es ist ja eh begrenzt. Auf den Lehrgang am Wifi bin ich gestoßen durch einen Artikel in der Kleinen Zeitung mit der Überschrift Handelsmanagement. Und da ich zu dieser Zeit für einen internationalen Konzern tätig, im Sales, im Außendienst tätig gewesen war, hatte ich mir gedacht, ja, genau, und das brauche ich noch. Der Grund für dieses Angebot ist, dass ich in meiner beruflichen Tätigkeit als Trainer, als Lektor, in den letzten Jahren, Jahrzehnten mit unheimlich vielen Damen und Herren gesprochen habe, die in Handelsunternehmen arbeiten, die mit Produkten handeln oder Dienstleistungen anbieten und die mir ganz, ganz häufig erzählt haben, dass wenn sie die Karriereleiter nach oben klettern möchten, sie alsbald an einer gläsernen Decke, so könnten wir es nennen, anstoßen. Und diese enorme Nachfrage und auch die Möglichkeit, es seit einigen Jahren anzubieten, hat dazu geführt, dass es diesen Masterstudiengang oder dieses Masterstudium Handelsmanagement gibt. Also nach dem Masterstudium hat sich eigentlich sehr viel verändert. Ich habe mich beruflich verändert. Ich habe gemerkt im Zuge des Studiums, dass ich mich auch privat verändert habe. Ich habe durch das Studium sehr viel das vernetzte Denken und das vernetzte Wissen auch genutzt und habe einfach einen besseren Überblick bekommen über gewisse Bereiche, habe viele Bereiche auch unterschiedlich vernetzen können miteinander und ja, das nutze ich auch jetzt und bin über jede Chance sehr dankbar. Es ist auf jeden Fall das Persönliche, was sich bei mir verändert hat. Also ich habe das Gefühl, dass ich mich sehr stark weiterentwickelt habe in der Zeit, in alle Richtungen. Und das ist auch das Beste am Lehrgang. Das Masterstudium ist aufgebaut als basiswirtschaftliche Ausbildung. Sie hören viel zu den Themen Marketing, Kostenrechnung, Rechnungswesen an sich, Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es ist eine bunte Mischung aus modernem, aktuellem HR-Management, aus Digitalisierung und aus Leadership. Was sicher für mich sehr positiv ist, dass ich einfach mein Netzwerk wesentlich erweitern habe können. Ich habe ganz viele neue, interessante Persönlichkeiten kennenlernen dürfen, seien es die Studiumskollegen, seien es die Lektoren, die Vortragenden. Was ich schon merke, ist einfach im Praxisalltag, im Arbeitsalltag, sind ganz viele Inhalte, ganz viele Themen, die wir da schon näher gebracht bekommen haben, wo ich mir jetzt einfach leichter tue oder vielleicht gewisse Dinge noch besser und noch schneller verstehe. Was liegt mir noch besonders am Herzen, was ich sagen will? Ein großes Danke für die qualitativ hochwertige Ausbildung, für das Netzwerk, was daraus entstanden ist und auch die Freundschaften, die schlussendlich aus den Kollegen geworden sind. Also mir liegt auf jeden Fall am Herzen, dass ich super finde, dass es diesen Lehrgang gibt und dass es mir ermöglicht hat, ein Masterstudium zu machen. Denn ohne Matura und ohne Bachelor hätte ich nie gedacht, dass ich eben einen Master überhaupt machen kann. Das finde ich wahnsinnig toll. Meine Damen und Herren, machen Sie den nächsten Karriereschritt. Ich freue mich, Sie persönlich bei einem der nächsten Infoabende kennenzulernen. Nutzen Sie die Gelegenheit, buchen Sie direkt auf der Website des Wifi Steiermarks Ihren persönlichen Infoabend oder auch Ihr persönliches Beratungsgespräch. Ich freue mich auf Sie.